Am frühen Morgen ist im Wildpark Ekhold noch alles sehr still. Aber sobald die Tierpfleger kommen, ändert sich das augenblicklich. Auf das Futter sind manche so gespannt, dass sie die Wände hochgehen. Andere heben ab. Geduldig warten die Wölfe auf ihr Fressen. Doch wenn der Tierpfleger mit dem Fahrrad angeradelt kommt und das Futter bringt, werden auch sie aufmerksam und vergessen mal ihre Scheu. Ach, da kommt er ja endlich. Bei den Waschbären geht's da eher lustig zu. Das Futter wird versteckt. Da müssen sie es erstmal suchen. Waschen. Und dann wird's verputzt. Auf dem Speiseplan steht... Also wirklich ein Cocktail aus allem Möglichen. Ich habe hier Banane, Birne, Äpfel, Fleisch auch drin. Und haben wir noch Weintrauben dabei? Nee, heute mal nicht. Der Sakerfalke Peach muss erst seine Jagdweise zur Schau stellen, bevor er seine Belohnung bekommt. Und auch die anderen Greife zeigen ihre Talente. Ein ganz besonderer Nachtgreifvogel ist der Uhu Fridolin, denn so kuscheln wie er lässt sich kein anderer. So, und das ist kein normaler Uhu mehr, ne? Wenn man jetzt hier mit dem Fridolin sieht, dass ich ihn so anfassen kann, ist eigentlich sehr untypisch. Die Greifvögel lassen sich sehr ungern anfassen, denn ihr Gefieder, das ist nun mal ihr Kapital, ohne dies können sie nicht fliegen, nicht jagen. Unser Fridolin kennt das aber von klein auf, dass wir ihn anfassen. Und so langsam genießt er das. Und wir versuchen halt unsere neuen Vögel auch so zu trainieren, dass halt auch mal blinde Menschen diese Greifvögel anfassen können. Gerade so ein Eulengefieder ist natürlich ganz toll anzufassen, weil es ganz, ganz weich ist. Die Wölfe sind bei so etwas ganz anders. Sobald man auch nur in ihre Nähe kommt, werden sie misstrauisch und nehmen wieder Abstand. Aus der Ferne zu beobachten ist ihnen wesentlich lieber. Die Waschbären wiederum sind so neugierig, da kann man sich kaum in Sicherheit bringen. Man wird betastet, geguckt und es wird auf einem herumgeklettert. Banane. Damit auch ja kein Fleck unerkundet bleibt. Vorlieben gibt es sowohl bei Tieren als auch bei Tierpflegern. Fridolin hat sich Marenke als Mutter ausgesucht und auch sie mag ihn am liebsten. Das ist der Linus. Es gibt auch welche, die können es ganz gut mit mir und da funktioniert es natürlich hervorragend, da gehört der Sakerfalke zu. Wir zwei können auch ganz gut miteinander auskommen. Und so, aber die Vögel suchen sich die Leute aus. Das ist nicht so, als könnte man sich da so einen Vogel aussuchen. Nun, zu den Tieren habe ich, ich bin natürlich der Futterbringer, aber auch, ja, für mich sind sie auch unter anderem Kuscheltier. Es ist wahnsinnig lustig, wenn man mit den beiden hier kuschelt. Und eigentlich, gerade vor allem zum Mimi, habe ich eine enge Beziehung. Es sind immer noch Wildtiere, das heißt, ich kann sie jetzt nicht anfassen oder so, aber ich habe jetzt eine Beziehung in dem Sinne aufgebaut, dass ich sie schon mag, dass ich auch mitfühlen würde, wenn sie krank sind, dass es mir wehtut, wenn sie verletzt sind oder so, wenn irgendwas mit ihnen ist. Das tut mir schon in der Seele weh, weil ich mag sie schon gerne. Es sind im Prinzip die Tiere, die ich jeden Tag sehe, die ich jeden Tag betreue und die ich auch in dem Sinne dann sehr gerne habe. Doch auch Tiere zeigen Anzeichen von Sympathie. Das sind jetzt keine Anzeichen, wie ich sie wahrnehmen würde, wenn ich jetzt sage, mit einem Hund. Ein Hund würde mir jetzt zeigen, wenn er zu mir kommt, mit dem Schwanz wedelt und mit mir kuscheln möchte oder mich leckt. Das kann ich ja nicht. Wenn ich hier jetzt ins Gehege reingehen würde, die wären weg. Aber ich kriege in dem Sinne immer eine Beziehung, wenn ich merke, dass es ihnen gut geht. Wenn sie zu mir auch kommen, weil ich hatte das Ganze am Anfang, wo ich hergekommen bin, wo ich dann die Fütterung gemacht habe, das allererste Mal, dass sie überhaupt nicht gekommen sind. Das war für mich dann auch so irgendwie, okay, das finde ich jetzt nicht so schön. Mittlerweile finde ich das halt schon sehr schön und das ist für mich auch eine Vertrauensbestätigung, wenn die auch wirklich kommen bei den Fütterungen und dann da stehen bleiben und bei mir bleiben. Auch unter Menschen und Tieren finden sich Freunde. Sie kommt gleich an, sie will gekrault werden,
springt auf meinem Schoß. Bei Marie, die ist ein bisschen zurückhaltender. Diese Vögel eine Beziehung zum Menschen aufbauen, und da kann man so einen Vogel noch so gern haben, wenn er einen nicht mag, dann mag er ihn nicht. Und dann kann ich dem Vogel auf dem Handschuh auch anbieten, was ich möchte. Er würde nicht kommen. Doch auch unter Freunden gibt es mal Streit. Doch wirklich gute Freunde vertragen sich sehr schnell wieder.